Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Chromagun, natürlich mit mir auch im Sunny, aber bin ich mal gespannt. Faszinierend. Lila? Grün? Grün? Aber was ich hier sehe, sind orangene Bälle. Also ich muss irgendwo orangene Bälle finden. Grüne Bälle finden. Hier könnte ich die orangene theoretisch hinbringen, wobei ich das umfärben könnte. Hier ist sie lila. Und hier könnte ich tatsächlich umfärben und einen fangen. So, hier hätten wir grün. Grün brauche ich an und für sich dann da hinten. Also einfach mich draufstellen und dann an die richtige Stelle leiten? Das alles? Okay. Es wird nicht ganz einfach und dann die Orangen sind dann hier vorne links. Und dann befreie ich da die, die Violetten und... Okay. Oder kommt mal, Jungs. Nach da darf ich natürlich nicht mit den Grünen, weil die würden da vorher abgefangen werden. So, was mir jetzt passieren kann natürlich ist, dass die... Ne, die haben den hier nicht geöffnet. Hat nicht gereicht. Gut. Mehr langwierig als schwierig. Merkwürdig. Nicht öffnen, solange noch die anderen unterwegs sind. So. Habe ich jetzt irgendwie nicht hingekriegt, ohne Verletzungen durchzukriegen, aber hey. Alles machbar. So. Und dann haben wir alles aktiv. Und dann geht's. Hier rein. Okay. Der sah irgendwie anfangs komplizierter aus, als er dann war. Errungenschaft freigeschaltet. Wait, what? Moment. Da habe ich jetzt zwei Errungenschaften freigeschaltet gerade. Wait, what? Und Kapitel 7 abgeschlossen. Solve a chamber without firing a single shot. Ja, okay. Okay. Stimmt. Stimmt. Also wenn ich da drauf gehe, geht der Raum auf. Was ist das da? Okay. Schräg. Aber okay. Was soll man denn das jetzt nutzen? Oh, das ist ja gemein. Ich
glaube, das ist gemein. Also, ich muss die Wand umfärben oder den Droid? Müssen wir mal gucken. Hat nicht geklappt. Okay, wenn das jetzt ausgeht, dann kommt er hierher. Okay. Also statt die Farbe runterzunehmen. Ah, die Farbschubser sind cool. Oh, da kann man finstere Sachen mitmachen. Vor allem, da wird dann das räumliche Vorstellungsvermögen so richtig hart. Also ich würde mal vermuten, wir machen mit irgendwas die Tür auf, woraufhin die da hingezogen werden. Das Problem ist nur, wenn die zu lang angezogen werden, dann gehen sie ja durch die Tür durch. Sei denn, in diesen Durchgängen, da ist irgendwas, was verhindert, dass die da durchkommen. 1, 2, 4, 8. Ah, okay. Boah, das klingt jetzt aber. Das wirkt jetzt aber ordinär einfach. Vielleicht sollst du noch Mechanik beibringen. Aber was ist dieses 1, 2, 4, 8? Upa, jetzt hat es gerade bei mir geruckelt. Also doch ein paar Frames verloren gegangen. Tja. Probieren wir es einfach mal. Acht. Das ist 4. Ist dann orange? Ah. Ich hab's durch Zufall richtig gelöst. Oh. Schmerz, lass nach. Ich hab die 13 nicht gesehen. 8 plus 4 plus 1 ist 13. Ich lass die 2 aus. Oh mein Gott. Oh wow. Oh wow. Das ist... Ei. Ei. Das ist gut. Das ist golden. Oh, wow. Okay, also wenn ich den hier öffne, kommt der da raus und geht da rüber. Woraufhin, dass da geöffnet wird. Aber da komme ich nicht hin. Huch.
Nee, hier ist nichts. Ha. Das ja. Okay. Ich habe erst verspätet den da oben gesehen und stellte damit fest, okay, man hat also mehrere Chancen. Und ich meine, es gibt ja nur zwei Kombinationsmöglichkeiten. Also, dass ich mal bei einer 50-50-Chance beim ersten Mal richtig liege, ist natürlich großes Kino. Komm weg. Ich meine, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ich da jemanden drauf kriege, geht der Raum auf. Aber das brauche ich prinzipiell nicht, wenn ich es schaffe, den Raum hier aufzukriegen. Ehrlich gesagt ist mir auch noch nicht so ganz klar. Also ich brauche hier jemanden drauf. Das ist weiß. Okay. Ich denke, was ich nicht machen darf, ist hier gelb drauf zu schießen als eine erste Farbe, weil dann geht das auf. Und mit Sicherheit kommen hier richtig böse, gemeine Sachen raus. Wette ich. Probieren wir es aus. Rot. Das geht kaputt. Dann blau und gelb. Müssen wir warten. Jetzt blau. Oh. So, da könnten wir jetzt raus. Wenn ich jetzt hier gelb drauf schieße, dürfte das nichts vernichten von unserem Ausgang. Ich will sehen, ich sage, da kommen drei Schwarze raus, die aggro sind. Einer. Aber lustigerweise hat er zum Glück nicht gereicht, um mich wegzuziehen. Aber das wäre wahrscheinlich passiert, wenn der, ja, wenn wir den Blauen nicht zuerst bewegt hätten. Dann, wäre der Gelbe an dem Blauen hängen geblieben und das hätte dem Schwarzen Zeit gegeben, rauszukommen. Es wäre dann gewesen, wenn wir die grüne Farbe nicht über Blau-Gelb erzeugt hätten, sondern über Gelb-Blau. Okay, okay. War eine nette Falle. Fand ich gut. Hör ich hier nicht immer noch wieder eine Tür offen zu gehen? Eben gerade dachte ich. Die höre ich nicht. Die ist kaputt. Hier. What the? Jetzt als nächstes wieder Dieter? Oh, hier werden hier irgendwie. Oh, hier unten. Da sind Markierungen. Da wird irgendwie einer
Ja, hier wird einer durch die Gegend gezogen. Oder eine Reihe. Und die öffnen dann. Oh Gott, okay, okay. So, der, dann kommt als der nächste. Der hier, gucken wir uns erstmal den hier an. Gut, da können wir nicht viel machen, außer. Wow, die fliegen echt geradeaus. Ich habe extra gedacht, der wird ein bisschen runtergehen. Dann hier. Und hier gelb hin, dann wäre das in Ordnung. Da gelb hin, dann wäre das in Ordnung. Wozu diese Dinger da? Oh. 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 Okay. Wozu sind die Dinger hier? Ha. Da sind doch Glasscheiben dazwischen ab hier, ja. Die eine feste Wand im Blick? Interessant. Nochmal mit Gelb schießen. Was sorgt dafür, dass es schwarz wird? Ich dachte, das würde. Hm, na gut. Guck weg. Okay. Da kann ich anscheinend direkt raus. Dann brauche ich jetzt hier. Was sollten denn die Dinger da an den Wänden, wenn ich einfach nur drauf schieße und durchlaufe? Verstehe ich nicht. Hätte ich auch nur zwei jetzt färben müssen, nicht alle vier. Was sollte der Blödsinn? Warum sind diese Teile da, wenn ich die überhaupt nicht brauche? Und sie schienen auch nicht gut zu funktionieren. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Vor allem, dann hätte ich ja hier stehen müssen. Vielleicht hätte ich mich hier hinstellen können. Dann hätte vielleicht einer gereicht. Oder habe ich die hier nicht gestanden? Oh, der wird dann nicht gefärbt. Ist auch schwer zu erkennen, wohin schießt der das? Der schießt das zwar. Man scheint auf den da. Merkwürdig. Also, ist mir nicht ganz klar. So, zwei habe ich. Hier ist. Ah, hier ist einer. Ne, einen habe ich. Zwei habe ich. Glaube ich, einer ist hier direkt, wenn sie hier lang kommen. Und zwei brauche ich aus dem Raum. Gut, jetzt muss ich leider etwas warten, bis hier die Tür aufgeht. Okay. Okay. Das ist alles?
Gelb. Rot. Rot. Gelb. Gelb. Rot. Zack. Blau. Gelb. Gelb. Blau. Gelb. Rot. Der war jetzt ein bisschen ordinär. Oh, dass man jetzt hier eingesperrt ist, bis die auf der richtigen Stelle sind, das ist ein bisschen nervig. Na komm. Okay, dankeschön. Vielleicht sollte ich irgendwann mal Portal 2 spielen. Ich glaube, ich habe Portal 2 in der als Let's Play nicht gespielt. Nur ein paar von den Maps, die im Community Workshop von Steam drin sind. Ein paar, einige. Waren ein paar abgefahrene Sachen dabei. Sensationell. Du hast es zur letzten Kammer der Testeinrichtung geschafft. Wenn du uns noch mehr deiner Zeit zur Verfügung stellen möchtest, besuche doch eine unserer zahlreichen ungeführten Testeinrichtungen. Wir schlagen vor, dass... Moment. Kapitel 8, Ebene 5. Können wir mal kurz was nachgucken. Ja. Okay. Moment. Ah, wir sind bei 5 und es kommt noch 6. Also es sind noch 2 Kammern. Dann würde ich sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal und dann werden wir wohl das ziemlich sicher in der nächsten Folge beenden. Was ich ein bisschen schade finde, weil mir hat es gefallen. Es war entspannt, es war rätseln, aber mal gucken, was die letzten beiden Kammern bringen. Bin mal gespannt. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.